Hi, willkommen bei Gönchel Barbecue Lifestyle. Heute eine kleine Vorstellung vom Movita. Verspricht uns eine neue Art zu grillen. Passt unter anderem auch auf den Kopfgrill oder die kleinen Runden, die ihr kennt. Ist eine Alternative und wir schauen uns das gute Stück an. Viel Spaß! Wir sehen hier schon, wie es ungefähr aussehen sollte. Es hat auf der Seite 0,5 Deziliter große Einbuchtungen für Suppen unter anderem oder Soßen. Unter anderem hat es hier eine Anleitung drin. Ihr seht hier schon, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Entweder auf dem kleinen Grill, wo ihr schon vielleicht zu Hause habt, wie ein Kopfgrill oder sowas ähnliches, egal mit Kohle oder Gas oder mit einem Brenner. Zeige ich euch kurz. Das kann sowas sein hier direkt von Movita. Oder vielleicht habt ihr schon was ähnliches, wo ihr gebrauchen könnt. Wir haben hier zwei Haltegriffe, wenn man es mal wegnehmen muss. So sieht das gute Stück aus. Wir haben eine Grillfläche von etwa 20 cm Durchmesser geschätzt und drei Vertiefungen, wo wir unter anderem grillen können oder auch Soßen oder Suppen reinmachen. Sie nennen das hier Grillpfannen mit 0,5 Liter je. Das sind 1,5 Liter. Das ist eine ordentliche Menge. Verwendbar für Suppen, Soßen, Gemüse und vieles mehr. Das Material ist aus hochwertigem Aluminium, Druckguss mit dreilagiger ILAC Ultimate Anti-Haftungsbeschichtung. Ist also mit einer guten Anti-Haftbeschichtung versehen. Das testen wir nachher natürlich gleich mal aus. Der gesamte Durchmesser ist 35 Zentimeter und wir haben eine Dicke vom Bodenstärke von 5 mm. Dann für alle, die noch keinen Kopfgrill oder ähnliches haben und sich was zulegen wollen zum Campen zum Beispiel, das Leichtes zum Mitnehmen, wo man auch eine Pfanne draufstellen kann oder mit der Grillplatte arbeiten kann. Dieses Teil ist auch von Movita. Gibt ein Set mit gleich dem Brenner dazu oder natürlich auch einzeln. Auch hier natürlich eine Anleitung dabei, alles schön auf Deutsch beschrieben. Nehmen wir das gute Stück mal raus. Wir haben hier das Gerät. Auf der Seite haben wir die Öffnung, können wir aufklappen. Hier ist der Mechanismus für das Gas. Dann haben wir hier solche Kartuschen. Die können wir einfach einlegen mit der Öffnung hier rein. Und dann spannen und schon habt ihr Gas drauf. Wenn das gespannt ist, schaut immer, dass ihr auf Null seid hier, dass ihr nicht schon irgendwie Gas drauf habt. Dann zum Starten des Gerätes drehen wir bis zum Schluss, dann klickt es und dann haben wir schon Vollgas. Ihr seht hier, das läuft schon richtig heiß. Das ist ähnlich wie beim Kopf. Blaue Flammen sind richtig heiß. Das funktioniert hier wieder sehr gut mit der Hitze. Also das strahlt richtig ab hier schon. Jetzt testen wir das gleich mal hier drauf, wenn wir das schon so haben. Die Movita-Platte passt natürlich perfekt drauf. Ihr habt hier die verschiedenen Seiten. Einfach einfahren. Und dann hält das auch ziemlich gut da drauf. So, genug aufgeheizt. Jetzt nehmen wir uns mal eine Currysoße, die ich hier noch habe. Schau mal. Oh, das geht ja richtig schnell hier.
Also Hitze ist vorhanden. Mal ein paar kleine Würstchen auf die Seite rein. Etwas Gemüse. Und natürlich etwas Fleisch, hier ein bisschen Entrecote. Dann gibt es hier auch noch von Movita ein Grillstangenbesteckset. Bestehend aus einem Schöpflöffel. Einen Pinsel zum Marinaden drauf geben oder etwas und eine putzig kleine Grillzange. Die Seite noch ein paar Shrimps rein hier. Ja, das Tischgrill, richtig coole Sache, würde ich mal sagen. Mal alles schön drehen zwischendurch. Könnt ihr auch sehr gut mit Öl arbeiten. Das Öl rinnt euch schön hier raus in die Rillen und fängt es dann außen in den Schalen auf. Jetzt könntet ihr auch gut das mal wegnehmen, falls irgendwas wäre. Habt ihr die zwei Pads, die sind wirklich gut. Silikon, das funktioniert hier richtig gut, kommt keine Hitze ran. Da könnt ihr die Finger mal ein bisschen ranlassen und es passiert nichts. Messen wir mal die Temperaturen, was wir so hier rausbringen. Wir haben verschiedene Zonen hier. Von 150, 160, 135 und in der Außenschale 140, 100, 120. Das Curry ist bei knapp 90. Da muss man halt ein bisschen schauen und abwarten. Aber man hat ja meistens ein bisschen Zeit. So Freunde, noch kurz zum Fazit. Die Movita Grillplatte kann man sicher gebrauchen. Für mich eher eine Alternative für Fondue Chinoise, Bourguignon oder vielleicht auch Raclette vom Tisch. Wenn ihr mal irgendwo seid, wo kein Strom ist und ihr braucht eine Alternative, ist das eine richtig coole Sache. Für den Camping natürlich sehr cool. Ihr habt hier ein Gasherd sozusagen und noch eine Grillplatte und könnt da verschiedene Sachen drin machen. Für zwei, drei Personen reicht das allemal. Ist mal etwas Neues, Innovatives. Ich würde das sicher weiterempfehlen. Beim Gas, Kopfgas, da hapert es ein wenig an der Leistung vom Gas. Aber ein Kopf mit Holzkohle, da könnte ich mir das gut vorstellen, da könnt ihr richtig einheizen und dann funktioniert das sicher richtig gut. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen hoch, weil Däumchen werden Träumchen, ein Abo nicht vergessen, Job reinschauen, zwei weitere Folgen für euch.
Schaut wieder mal rein bei Grill Chill Barbecue und Lifestyle International bei Facebook, Instagram, mal reinschauen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. See ya!